I'm asking you, as a friend. Just put an end to me. Gosh, I'm glad you're okay. Thank goodness. Fen! You're safe! Fen! Oh! Correct. I am not Ventus. His heart has become a part of mine now. This Keyblade will open a door. One that leads to all worlds. Then, Keyblade-bearing warriors will flock here from each and every one of them to battle for the light within Kingdom Hearts! And just like the legend says, the Keyblade War will begin! Shut up! I'm sick of your nonsense! Give Ven his heart back! Vanitas! Es wird ein harter Kampf. Alter. Aber der kriegt ordentlich Schaden. Gewonnen? Our union was not finished. The Keyblade shouldn't stay broken like this. Join me now. We can complete the Keyblade! I've got a better idea. How about I destroy you both? The Keyblade is made of your heart too, idiot. If you destroy it, your heart will vanish forever. Whatever it takes. Anything to save Terra and Aqua. It's always about your friends, isn't it? At least I have some. I've become a part of their heart, just as they become a part of mine. My friends are my power, and I'm theirs. So, das ist jetzt der finale Kampf gegen Vanitas. Ach, verdammt.
verdammt. Oh Gott. Ich glaube, wir geben, also das, was jetzt passiert, gibt Aqua eine Möglichkeit, uns zu, also um auch siegreich hervorzugehen. Xehanorts-Bericht Nummer 10. Gibt es noch einen Ending-Scene? Ja, gibt es.
this place. I've been here. So warm. I remember now. This is your heart. Alter, wie krass ich gelevelt habe. Nur ein bisschen gelevelt ist schon, bin ich so OP. Just wasting your energy. What? J. Harnolds Bericht Nummer 7. Aqua, you lost consciousness. Fortunately, Mickey found you and Ventus drifting in the lanes between and brought you back to me to receive proper care. I am sorry, but there was no sign of Terra. I see. Ven. Ventus. The boy's heart is sleeping. When will he wake? I could not say. It is almost as though his heart has left. Should it return, he may very well wake. Should it not, then he may sleep like this for all eternity. No. I'll keep him safe. Until he wakes. Forever if I have to. I will tell you what your friend needs right now. It is not your protection. He needs you to believe. You see, Ventus's heart hangs in the balance. It sleeps in the place between light and darkness. From all I can perceive, that means he will be looking for a friend, one who believes in him, to show him the way home. Just as long as you love him, then Ventus will be able to find you when he wakes. He can follow that love back to where he belongs. The Realm of Light. Ah!
Don't you worry, Aqua. I believe in Ben, too. Gosh, he's been as good a friend to me as anybody. And if both you and me believe in him with all our hearts, then he'll have two lights to follow instead of one. Three lights. Terra. But Terra's gone. Maybe for good. Mm-mm. I think I know how to find him. Das war's. Eigentlich gibt's noch eine Secret Scene. Die werde ich noch freischalten, aber da muss ich Veteran spielen. Sonst ist es mir zu schwer. Aber ich weiß nicht, ob man 100% braucht auf Amateur, um die Special Scene auch freizuschalten. Die werde ich auf jeden Fall auf YouTube dann hinterher liefern, weil die ist eigentlich schon sehr interessant, auch für Kingdom Hearts 3 wahrscheinlich wird es interessant. Und wir haben gesehen, wie Sehanort also zu seiner Kingdom Hearts 1 Form gekommen ist. Wir haben zwar Gesicht, aber wahrscheinlich hat das sozusagen ihn zu einem Herzlosen, also den Sehanort, den wir kennen aus Teil 1. Und ein Niemand, Xemnas, halt aus Teil 2. Durch diese Aktion ist er wahrscheinlich dann so herzlos und niemand geworden. Aber es gibt noch einen, der wird wahrscheinlich in Teil 3 auftauchen. Da gibt's, weil die wahre Organisation 13 besteht ja, glaub aus, Sehanort und Abwandlung von Sehanort, glaube ich. Also, so genau weiß ich es nicht. Das hat mir, glaube ich, Dream Drop Distance irgendwie ein bisschen verraten. Werden wir auch nochmal spielen. Ich habe es nur einmal gespielt, aber noch ein bisschen Auffrischung wäre nicht schlecht. Ich muss sagen, neben Kingdom Hearts 2 ist das einer meiner Lieblings-Kingdom Hearts. Man kann drei Charaktere spielen, man hat richtig coole Moves drauf. Und es macht auch irgendwie richtig viel Spaß. Ich denke mal, ich werde danach auf jeden Fall Kingdom Hearts 1 weiter spielen. Mal sehen, wann ich es spielen werde. Ich weiß nicht, ob es jetzt... Also nächstes Jahr auf jeden Fall. Wahrscheinlich nach Neujahr. So genau weiß ich es nicht. Aber wer weiß, vielleicht kann ich ja doch noch dieses Jahr streamen, dann sieht man es vielleicht sogar dann schon. So vor Weihnachten rum noch. Wir haben ja erst den 21. So, Schwierigkeitsgrad Anfänger, ja. Was will man da machen, ne? Ich wollte halt gut durchkommen und nicht so an einem Boss lange sitzen. Man hat gesehen, die Bosse sind auch schon, wenn man durchrusht, sehr stark. Spielzeit, darüber will ich nicht diskutieren. Alter. Die Links, ich weiß nicht, die haben so komische Kommandos. Da hatte ich keinen Bock drauf, die nochmal zu verwenden. Häufigstes Kommando, Eis. Thank you.
Ja, 40% Vollständigkeitsgrad der Berichte. Die mache ich auf jeden Fall privat für mich. Um vielleicht noch Platin zu bekommen. Ich habe noch so viel vor, auf Platin zu zocken. Ich sollte mir mal eine Liste anfertigen, was ich vielleicht mir vornehmen sollte, Platin zu machen. Und zwar in einer bestimmten Reihenfolge, damit ich da auch ein System habe. Und dann mache ich irgendwann einen Platin Day, wo ich mir alle Platins dann hole. Wie ich es dahin gesammelt habe. Also, die ich vorbereitet habe. So. Wir können uns einen Trio-Report anschauen. Hier gibt es sogar die Trophäen, die man noch kriegen kann. Ah. Das sind nur Trophäen im Spiel. Geheime Berichte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, wir haben alle. Die Spielstatistik. Ja, die Spielzeit ist ja zusammen schon lang genug. Geschichte habe ich 90. Ah, es gibt ja noch eine Final Episode. Och, herrje. Aber warte mal, die Final Episode ist doch auch die gleiche wie in Kingdom Hearts 2.8, oder? Ich weiß es gerade nicht. Hier kann man auch sehen, wie sich die Timelines so entwickeln. Aqua verlässt als letztes Land des Aufbruchs. Und ich werde mich, um es auf YouTube hochzuladen, werde ich mich so ein bisschen hier dran richten. Das heißt, Aqua wird ja sehr spät wieder ein Part kommen. Also da werden bestimmt erstmal die Parts hier kommen, was ich hier, wo ich hier war. Zwergenwald überschneidet sich sogar ein bisschen. Ich habe da schon eine Idee, wie ich das so machen will. Okay.